Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Piratenleben. Wir waren jetzt, Moment, so, gerade hier bei Live, keine Ahnung, wie man das, wie ich es aussprechen soll. Like. Und da hat er eine Quest für uns. Hey du. Deswegen soll er uns jetzt verraten, worum es geht. Worum geht's? Gavel hat das gesamte Schiff Alkoholverbot erteilt. Kannst du dir das vorstellen? Kein Grog, kein Schnaps und nicht einmal ein Bier auf ein Piratenschiff. Ich brauche dringend was zu trinken. Ich zahle gut. Wir verstehen uns. Was geben wir ihm denn? Na, erstmal ein Wacholder, hä? Psst, ich habe eine Flasche Wacholder für dich. Sofort her damit. Boah, Mann, da kriegen einen Haufen Geld, ey. Psst, was sagst du zu einer Flasche Wein? Nicht mein Lieblingsgetränk, aber das nehme ich auch. Wie wäre es mit etwas Rum? Super, ich liebe das Zeug. Nur her damit. Boah, Rum kannst du gerne noch einen haben. Psst, wie wäre es mit etwas Rum? Super, ich liebe das Zeug. Nur her damit. Ich will gerade mal gucken, wie viel ist denn so ein Rum überhaupt wert? So im Vergleich. 30. Hey du. Gut. Psst, wie wäre es mit etwas Rum? Super, ich liebe das Zeug. Nur her damit. Boah, der letzte Drink war scheinbar schlecht. Oh, ich muss mich hinlegen. Hat offensichtlich mal wieder einen über den Durst getrunken. Yep. Egal, erfüllt. Ging schnell. Und wir haben Geld bekommen. Zwar nicht so viel, aber es geht. Hey! So. Du siehst fertig aus. Kein Wunder, ich arbeite mich ja auch halb tot. Gavel und Monty brüten den ganzen Tag über ihren Plänen, aber sie rühren keinen einzigen Finger. Und dazu kommt noch, dass wir viel zu wenig Holz haben, um ihre Ideen umzusetzen. Freiwillig kümmert sich keiner der anderen Piraten um den Holznachschub. Und die drei Kerle, die Greg zum Holzsägen verdonnert hat, machen auch so wenig wie nötig. Tue mir also einen Gefallen und sorge dafür, dass die sich ein bisschen beeilen. Hey. Moment, war das vielleicht wichtig? Wie sieht es inzwischen mit dem Holznachschub aus? Es hat sich bis jetzt nichts verändert. Du musst den Kerl eindeutig mehr einheizen. Also ja gut, das ist kein Problem. Wird erledigt. Gerade mal mit Monty und Gabel reden. Damit wir auch mit jedem geredet haben. Hui, und ein dummer Sprung. Aber egal. So, die gammeln ja hier rum, ne? Hey du! Erstmal ausrauben hier. Gut. Hi Monty, wieder auf Reisen? Ren, was verschlägt dich denn hierher? Darüber wird sich Gavel aber besonders freuen, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ich weiß auch nicht so recht, was ich hier schon wieder mache. Erst vor ein paar Monaten hat mich dieser Skip hier nach Jakendar gefahren. Damals mit gezückter Waffe, damit ich mich für Raven in seiner Mine zu Tode schufte. Und kaum wieder frei, bin ich wieder an diesem verdammten Ort und schließe mich den Piraten an. Aber das Angebot war einfach zu verlockend. Das kannst du sicher nachvollziehen. Außerdem bekäme Gavel ohne mich doch überhaupt nicht zustande. Du warst im Camp der Banditen? Ja, habe dort ein wenig meine Muskeln trainiert. Habe aber kaum etwas gesehen. Die meiste Zeit musste ich in der Mine arbeiten. Ein paar bekannte Gesichter aus Korinnes habe ich auch gesehen. Die meisten waren Sklaven wie ich, aber ein paar hatten sich den Banditen angeschlossen. Die meisten Kerle waren aber Sträflinge aus der Kolonie. Damals im Banditencamp. Hast du dort auch Lucia gesehen? Wieso? Ist Elwitsch mal wieder am Rumheulen? Ja, ich habe sie dort gesehen. Sie war aber keine Sklavin, sondern hat in der Kneipe vorm Lager gearbeitet. Sah für mich auch nicht so aus, als wäre sie besonders unglücklich. Elwitsch soll die Kleine endlich aus dem Kopf schlagen. Die steht eher auf harte Kerle. Kennst du einen Weg zum Banditenlager? Inzwischen nicht mehr. Die Wassermagier haben alle Wege ins Inselinnere versperrt. Aber da sage ich dir sicherlich nichts Neues. Vielleicht geht irgendwas über diese seltsamen Plattformen. Im Canyon ist eine nahe dem Sumpf. Es gibt aber auch eine im Banditenlager. Ich habe gesehen, wie unser damaliger Befreier auf diese Plattform gestiegen ist. Er hat sich auf einmal in Luft aufgelöst. Wie genau funktionieren diese Plattformen? Da fragst du den Falschen. Dazu kann dir nur ein Gelehrter etwas sagen. Kann ich dir bei deiner Arbeit helfen? Das kannst du tatsächlich.
Zwar nicht direkt hier bei den Arbeiten am Schiff, aber wir brauchen zur Navigation noch dringend einen vernünftigen Sextanten. Haben die Piraten keinen? Craig hatte sogar einen besonders guten, aber stell dir vor, er hat ihn vergraben. Sein altes Schiff samt Besatzung ist untergegangen und als symbolische Grabbeilage hat er ihn verbuddelt. Wie kommen wir nur an einen neuen Sextant? Wieso einen neuen? Wir müssen den alten einfach wieder ausgraben. Von hier aus gesehen rechts, vom Piratenlager, befindet sich ein weiterer Strand mit einer Höhle. Dort werden offensichtlich schon seit Ewigkeiten Tote aus dieser Gegend beerdigt. Und dort liegt irgendwo der Sextant. Und wie es sich für einen guten Pirat gehört, hat Craig für den Fall der Fälle ein Rätsel verfasst, welches die genaue Lage des Sextants beschreibt. Du musst also nur das Rätsel lösen und dann an der richtigen Stelle in der Höhle mit einer Spitzhacke graben. Kann ich nicht einfach die ganze Höhle umgraben? Bist du verrückt? Dort wurden mit der Zeit Hunderte von Menschen beerdigt. Wenn du deren Grabruhe störst, werden sie sich sicherlich persönlich bei dir bedanken. Wie lautet das Rätsel? Das kennen nur Craig und Polly, seine Fleischschwanze. Craig hat eine sprechende Fleischschwanze als Haustier? Aber natürlich, wie es sich für einen Piratenkapitän gehört. Sie ist in seiner Kajüte eingesperrt. Hier ist der Schlüssel. Kendrick meinte, du könntest mir ein paar Tipps zum Erzhacken geben. Hat er also doch noch einen Dummen gefunden, um in der hinteren Mine zu graben, was? Also, wenn du dort wirklich hingehen willst, solltest du dich gut vorbereiten. Dort wimmelt es vor Minecrawlern. Und die mögen es überhaupt nicht, wenn jemand auf die Erzbrocken hackt und dabei einen Höllenlärm macht. Wie sieht es nun mit deinen Tipps aus? Nun, wenn du unbedingt willst, ich kann dir 3 verschiedene Techniken zeigen. Ein kräftiger Schlag von oben bringt dir zwar keine große Ausbeute, ist dafür relativ leise. Du wirst also nicht so schnell Crawlers anlocken. Willst du eine größere Ausbeute, mache mehrere Schläge von den Seiten. Das macht aber natürlich auch mehr Krach. Die meisten Brocken kannst du mit einem Schmetterschlag herausbrechen. Damit lockst du aber fast sicher eines der Biester an. So, wie sieht's jetzt aus? Grabräuber mit seiner sprechenden Fleischwanze. Oh Gott. Naja. Egal. Hey! Oh nein, ich glaube es nicht. Da reise ich einmal quer um die Insel und du, Bengel, findest mich sogar hier. Und Greg hat dich sogar in seine Crew aufgenommen. Das wird immer schlimmer. Erstmal ausrauben. Hallo Gavel, immer noch sauer wegen ausgeborgten Gegenständen? Ausgeborgt? Bestohlen hast du mich, wieder und wieder. Und ich konnte nichts machen, da deine Freunde und Eltern dich geschützt haben. Ich habe nur dafür gesorgt, dass du deine solidarische Pflicht gegenüber den Bewohnern des Hafenviertels erfüllst. Taschen voller Geld. Aber für deine Nachbarn hast du nicht eine einzige Goldmünze übrig. Ich brauchte jede Münze für das Schiff. Aber weißt du was? Vergiss es. Inzwischen sind wir offensichtlich eine Crew und haben dieses wunderbare Schiff zur Verfügung. Solange du also nicht ganz Korinis damit transportieren willst, können wir die Vergangenheit begraben. Warum bist du hier? Mit meinem eigenen Schiff hat es leider nicht geklappt. Mir war sowohl das Holz als auch das Geld ausgegangen. Ich spielte gerade mit dem Gedanken, mir eine Axt zu schnappen und selbst im Wald Holz zu hacken, als mir ein Vögelchen zuzwitscherte, dass jemand am einsamen Strand nördlich vom Hafen weg auf mich warten würde. Ich schwimme also rüber und dort wartet Skip mit einem äußerst verlockenden Angebot. Ich besorge die notwendigen Experten und repariere mit ihnen das Schiff. Und dafür bringen uns die Piraten, wohin wir wollen. Fähige Schiffsbauer hatte ich zum Glück schon zur Hand. Fehlt nur ein Tischler. Torben wollte leider nicht, aber sein Neffe hat das Gespräch mitbekommen und hat sich mir förmlich an den Hals geworfen. Offensichtlich sucht er seine große Liebe. Aber das soll mir egal sein. Hauptsache er macht seine Arbeit und wir werden bald fertig. Wieso bist du Pirat geworden? Das ist doch offensichtlich. Als Mitglied von Gregs Crew kann er uns nicht verraten und loswerden, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind. Diese Männer haben zwar wenig Anstand, aber den Pirateneid, den achten sie. Kann ich bei den Reparaturen helfen? Also dich lasse ich sicherlich nicht hier im Schiff arbeiten. Du kannst dir warten, bis wir fertig sind. Und dann beim Beladen des Schiffes helfen. Ist schließlich das, was du von deinem Vater gelernt hast. Sei vorsichtig, Gavel. Ich bin nicht Pirat geworden, um mich und meine Familie von Möchtegern-Schiffsbauern beleidigen zu lassen. Ohne Monty und deinen alten Leuten hättest du doch nie ein einziges Schiff fertiggestellt. Du mieser Kleiner. Na gut, wenn du unbedingt helfen willst, kannst du versuchen, diesen Klabautermann loszuwerden.
Klabautermann, willst du mich verarschen? Das ist doch alles Seemannsgarn. Nein, glaub mir ruhig. Hier auf dem Schiff spukt ein bösartiger Kobold herum. Wahrscheinlich haben die Orks ihn beschworen, damit er ihnen zur Hand geht. Nachdem wir nun weg sind, macht uns das Biest nur Ärger. Richtet ständig Schaden am Rumpf an, werft Werkzeuge ins Wasser und greift die Arbeiter an. Zum Glück ist er nicht stark genug, um wirklich jemanden zu verletzen. Aber dank dem Biest werden wir wohl nie fertig. Wie wird man einen Klabautermann los? Diese Kobolde sind Geschöpfe Belias und gehören damit nicht auf die See. Normalerweise lässt man daher einen Adanos-Priester kommen, damit er ihn daran erinnert und das Biest zurück zu Belia schickt. Leider kommen wir an die Wassermarke nicht heran. Myxia können wir kaum fragen und ansonsten gibt es keine Wassermagier in der Nähe. Du wirst also entweder einen Priester auftreiben müssen oder selbst herausfinden, wie man den Klabautermann austreibt. Wie kommen die Reparaturen voran? Nun, der Klabautermann treibt immer noch sein Unwesen. Eldridge wehrt und wehrt einfach nicht mit dem Steuerrad fertig. Kendrick hat nicht uns fehlen, Roderick, Lee ist... Nun muss... Es gibt also... Ach so, ja klar, das ist dann das hier, ne? Okay. So ein Klabautermann. Ein kleines, mieses Vieh, das uns bei der, von der Arbeit hindert, alles klar. Wo ist jetzt Eldridge hin? Nein, kleiner Kobold ist jetzt nicht gerade das größte Problem, würde ich sagen. Okay, der hieß hier. Ich gammel drum. Wer pennt hier? Ach. Der Leige. Und hier ist. Ich höre doch ganz genau irgendwo was. Hört ihr das? Klingt eigentlich wie. Wie eine Ratte oder? Keine Ahnung, wie eine Fleischwanze. Warte mal. Irgendwie, na gut, nichts los. Hm. Polly, ach, ist der süß. Warte mal. Will Polly einen Keks? Polly will tot schmecken. Polly will Kopf des Todes als Haus. Liebes Tierchen, braves Tierchen, ich geh dann mal weg. Was ist los, Polly? Komm. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ach so, klar. Warte mal. Nicht nur sprechen, er ist nicht ganz richtig im Kopf. Er will einen Totenschädel als Wohnung. Ja, wir haben doch irgendwo so einen toten Kopf, oder nicht? Hier, in Lassis Kopf kann er wohnen. Warte mal. Machen wir die Tür mal wieder zu, bevor er abhaut. Mann, der ist echt nicht richtig im Kopf. Ein so intelligentes Wesen, aber nur so dumm. Naja. Kann man nichts machen. Huch. Ich würde sagen, ich gucke mich jetzt gerade nochmal um, ob wir den kleinen Kobold finden. Beziehungsweise. Also nicht jetzt intensiv, aber. Dann gehen wir halt kurz aufs Land. Also. Und kümmern uns da um die Holzfäller, damit die mal wieder arbeiten. Das können sie ja überhaupt nicht. So groß ist das Schiff jetzt auch wieder, nicht? Wo soll der sich groß rumtreiben, ne? Wir können uns ja gerade nochmal unten informieren vielleicht. Vielleicht wissen ja die Arbeiter was drüber. Die wurden ja immerhin angegriffen, ne? Huch. Ja gut, jetzt bin ich wieder falsch. Ach, so ein Scheiß. Bin ich bekloppt, wo waren... Ach... Mann, jetzt ist es wieder zu unübersichtlich. Es ist viel zu übersichtlich. Ich krieg gar nichts mehr auf die Reihe. Naja. Fragen wir mal die Arbeiter, ob die was wissen. Stimmt, wäre vielleicht sogar das Schlauste. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, habe ich auch nicht gewusst. Das war doch schon vorher klar. Na, Leige. Lass mich in Ruhe und sprich sag nicht so laut. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ach so, der ist erstmal platt. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Geschüttet haben wie noch was.
Der ist erstmal fertig, Alter. Für die nächsten 10 Jahre.